Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Pippi! Wow! Hey! Ich bin's, Blippi. Wir sind heute im Priest Point Park in Olympia, Washington. Und ich mache eine Wanderung. Ich liebe Wandern, denn man ist dabei draußen in der Natur. Hey, apropos Wandern. Ich habe keinen Wanderstock. Ob sich einer finden lässt? Seht ihr irgendwo einen? Oh, hey, seht mal da. Das ist der perfekte Wanderstock. Erstaunlich. Er ist so glatt, denn da ist keine Rinde dran. Ja, und definitiv werde ich davon keine Splitter kriegen. Wow, seht nur, das ist ein einzigartiger Stock. Er hat viele knorrige Stellen. Ja, wow. Das ist ein richtig cooler Stock. Okay, wir testen ihn mal. Wahnsinn. Und er ist wirklich stabil. Okay, dann gehen wir wandern. Wow. Wow. Seht mal da. Wir haben was gefunden. Wow, könnt ihr es sehen? Das sind Klappmuscheln. Ja, könnt ihr sie auch sehen? Wow. Sie war einmal vollständig geschlossen, so wie jetzt. Und da war auch mal eine Muschel drin. Aber nun ist sie leer. Wohin ist denn die Muschel verschwunden? Moment mal. Seht ihr das? Das ist ein Hinweis. Hier sind Federn. Ja, seht, Vogelfedern. Moment mal. Ich frage mich, was ein Vogel genau hier zu suchen hatte. Ja, vielleicht hat er zu Mittag gegessen. Okay, nun, ich nehme mir eine dieser beiden Federn und mache sie in meinen Rucksack. Und später zeige ich euch was richtig Tolles. Und eine Klappmuschel mache ich auch in meinen Rucksack. Und dann wandern wir weiter. Haha. Okay, na los. Oh, ausreichend trinken. Wow, seht mal diese Pflanze. Diese Pflanze heißt Farn. Wow, eine wunderschöne Pflanze. Sieht so cool aus. Oh, hey, da liegt einer ihrer Wedel. Ja, Farnblätter heißen Wedel. Ich habe eine Idee. Wir nehmen das mit. Und nutzen es später für eine richtig coole Sache. Ich pack's mal schnell in den Rucksack. Hier hinein. Den Rest. Seht ihr dann später. Okay, dann kommt mit. Na los! Wow, seht mal da. Wow, ein alter Baum. Ja, er stand einmal aufrecht und dann fiel er um. Wow, und wenn Bäume umfallen, verrotten sie und bieten dann eine großartige Möglichkeit für Insekten. Ja, und kleine Tiere, sich dort einzunisten. Könnt ihr sie sehen? Ja, Insekten lieben es, alte Bäume zu fressen. Ja, denn dadurch gelangen neue Nährstoffe in den Boden. Wow, hey, apropos Insekten, seht ihr dieses hier? Wow, das ist ein Grashüpfer. Hallo, Grashüpfer. Hey, ich hab da was richtig Cooles in meinem Rucksack. Ich hab eine sogenannte Becherlupe. Wo steckst du? Becherlupen sind großartig. Man sieht Insekten damit ganz nah. Und der allererste Schritt ist, sie aufzumachen. Jetzt hab ich's gleich. Und dann darf der Grashüpfer hineinspringen. Los, Kleiner. Komm. Oh. Na los, nur rein mit dir. Ja, perfekt. Oh, wow. Der Grashüpfer ist jetzt drin. Und wenn ich das schließe, kann ich durch die Lupe sehen. Wow. Und ihn ganz nah sehen. Wow. Seht euch das an. Wow. Wow. Was für ein schönes, kleines Insekt. Okay, wir sollten es besser hier lassen. Okay, Grashüpfer, komm raus. Oh, geh zurück nach Hause. Alles klar,
So, das kommt hier rein und ich gehe weiter. Bis bald! Ich werde so müde auf meiner Wanderung. Wenn ich einatme, atme ich Sauerstoff ein. Und ich atme Kohlendioxid aus. Ein Sauerstoff aus Kohlendioxid. Aber hey, wisst ihr was? All diese Pflanzen, Bäume, Büsche und Sträucher, alle atmen sie, ja, Kohlendioxid ein. Was atmen sie aus? Sauerstoff. Sie atmen Kohlendioxid ein? Und was kommt raus? Sauerstoff. Ist das nicht cool? Wir sind das Gegenteil davon. Wir atmen aus Kohlendioxid. Und genau das atmen sie ein. Und dann atmen sie was aus? Sauerstoff. Und wir atmen Sauerstoff ein. Yeah! Wir sind ein tolles Team. Hey, seht euch das an. Seht ihr das hier? Das sind Tannenzapfen. Wie viele Tannenzapfen seht ihr? 1, 2, 3 Tannenzapfen. Tannenzapfen sehen so cool aus. Wow. Hey, Streifenhörnchen lieben Tannenzapfen, weil kleine Samen drin sind, die sie schnappen und dann essen. Tannenzapfensamen. Okay, ich werde das für später einpacken. Ja, für die coole Sache, die ich schon erwähnt habe. Okay, lasst uns weitergehen. Ich sehe etwas richtig Cooles. Ich sag euch, was es ist. Ich sehe die Hälfte eines Baumes. Seht ihr sie? Ja, die Hälfte eines Baumes. Yeah! Seht euch das an! Das war einmal ein ganzer Baum. Ja, aber jetzt ist das nur noch die Hälfte eines Baumes. Haha, oh, das ist cool. Hey, das hat doch richtig Spaß gemacht. Ja, wenn ich etwas sehe, dann sage ich, ich sehe etwas. Und dann müsst ihr versuchen, es zu finden. Hier kommt das Nächste. Ich sehe etwas Rotes. Könnt ihr es sehen? Oh ja, seht. Wow, ein Schmetterling, seht ihr? Ein roter Schmetterling? Wow, hey, roter Schmetterling. Wie geht es dir heute? Hast du Spaß daran, nur herumzusitzen? Schmetterlinge sind so wunderschön. Okay. Wir lassen ihn in Ruhe. Alles klar. Bye, bye, Schmetterling. Okay, und weiter geht die schöne Wanderung. Hey, seht euch das an. Ich habe einen richtig guten Baum zum Klettern gefunden. Wow. Man muss sehr vorsichtig sein beim Herumklettern. Wow. Wow. Was ist das? Ich sehe etwas. Ich sehe den Strand. Wow. Ich liebe den Strand. Ich liebe den Sand. Ja. Und ich liebe auch die Möwen. Ja. Wow, ich genieße es, am Strand zu sein und das den ganzen Tag. Oh. Wartet mal kurz. Was ist das? Das hat hier nichts zu suchen. Das ist Restmüll. Buh! Müll am Strand? Ich fass es nicht. Das ist so schade. Dieser Strand ist die Heimat vieler Lebewesen. Und wir sollten die Erde sauber halten und pflegen. Ja, willst du ein schmutziges Zuhause? Nein, ich will das nicht.
Hey, ich habe eine Idee. Lasst uns gemeinsam den Strand säubern. Das klingt nach Spaß. Bereit? 3, 2, 1. Wuhu! Seht euch das an. Ich habe einen Restmüllsack. Yeah, da kommt dann der ganze Müll rein. Und dann habe ich einen Müllgreifer. Ja, wie eine Kralle. Okay, ich hebe jetzt dieses Teil auf. Alles klar, ich benutze diesen Greifer, weil ich das auf keinen Fall anfassen will. Ich habe keine Ahnung, wo das vorher war. Okay, es geht los. Okay, ich sehe Muscheln, die sollen auch hier sein. Oh, das sollte nicht hier sein. Das sieht aus wie eine Limo-Dose. Ja, eine Limo-Dose. Alles klar, wir packen sie rein. Perfekt, wir haben schon 2 Müllstücke gesammelt. Oh, wartet mal, hier ist noch etwas. 1, 2, 3. Unser 3. Stück Müll ist das. Weiter geht's. Haha, ich bin so froh, dass wir diesen Strand aufräumen. Da ist noch etwas. 1, 2, 3, 4. Das 4. Müllstück ist hier drin. Oh, noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier? Ja, 6. Wir haben 6 Müllstücke gesammelt. Gut gemacht. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Strand ist so dreckig. Hier ist unser letztes Stück. Also gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Müllstücke sind das. Gut gemacht. Uhuhuhu. Das hat so Spaß gemacht, den Strand zu säubern. Alles klar, das werfen wir hier in den Mülleimer. Bye-bye, Müll. Gut gemacht. Ich hole jetzt meinen Wanderstock zurück. Dann können wir weiter wandern. Uhuhuhu. Da ist er. Jetzt bin ich bereit. Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch wandern zu gehen. Wir haben so viel gelernt, zum Beispiel über Pflanzen. Und dann das Suchspiel. Ja, ich sehe was. Das war richtig toll. Hey, da waren sogar ein paar Insekten. Oh, ja, aber am wichtigsten war doch bestimmt die Strandsäuberung, oder? Gut gemacht. Hey, wisst ihr noch vorhin unsere Fundstücke? Ja, da war dieser Farn. Yeah, ich werde euch was richtig Cooles damit zeigen später. Dann war da noch diese Muschel. Ja. Und dieser Tannenzapfen. Und wir haben diese Vogelfeder. Wow. Okay, ich lege das hier hin. Okay, also dieser Stock war bisher mein Wanderstock. Den lieben langen Tag, das war toll. Aber jetzt wird er gleich ein sogenannter Reisestock werden. Ja, die Ureinwohner von verschiedenen Ländern haben sie gemacht, diese Reisestöcke. Sie sammelten Dinge auf ihren Wanderungen und Reisen. Und dann klebten sie sie auf die Stöcke in chronologischer Reihenfolge als Erinnerung, wo sie schon waren. Das machen wir auch. Wir nehmen diesen großen Farn und legen ihn drauf. Ich habe sogar eine orangefarbene Schnur. Ja, die nehme ich zum Umwickeln. Perfekt. Das sieht gut aus. Wow, ziemlich cool, oder? Okay. Wow, das sieht so cool aus. Ja, wie ein Stock mit einem Farn drauf. Okay, was noch? Oh ja, wir haben die Muschel. Etwas knifflig, sie zu befestigen, aber ich denke, wir schaffen das. Seht ihr das? Yeah, das sieht echt gut aus. Und dann haben wir diesen Tannenzapfen. Der kommt hier unter die Muschel.
Genau so. Und dann kommt das hier drumherum, damit es gut festhält. Oh, alles klar, wir sind fast fertig. Hier ist der Farn, die Muschel, der Tannenzapfen und zu guter Letzt die Feder. Okay, ich setze sie ganz nach oben. Genau hier. Seht ihr das? Haha, alles klar, seht's euch an. Wie sieht das aus? Wow! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Ich hatte so viel Spaß mit euch zu lernen. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye-bye. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi! Wow. Hey, ich bin's, Blippi. Ich bin heute im Woodland Park Zoo in Seattle, Washington. Ja, ich bin so gespannt, etwas über Pinguine zu lernen. Wow, seht euch mal diese Tiere an. Ja, das hier, das sind Pinguine. Eigentlich sind es Humboldt-Pinguine. Oh, die sind so süß. Hallo. Die Heimatländer von diesen Pinguinen sind Peru und das nördliche Chile. Ja, das klingt nicht sehr nach einem kalten Ort. Diese Länder sind eigentlich wirklich warm. Also diese Pinguine leben vor allem in der Wüste. Seht euch mal die hier an. Diese Pinguine mögen meine Hosenträger. Das kitzelt. Hey, wow. Oh, dieser Pinguin ist so flauschig. Ja, da Pinguine Vögel sind, haben sie viele Federn. Und diese Federn sind wirklich klein und sie sind auf ihrem Körper. Hey, Süßer. Und seht ihr seine Flügel? Ja, seine Flügel sind eigentlich eher wie Flossen, denn dann können sie einfach super schnell im Wasser schwimmen. Denn Pinguine können eigentlich gar nicht mit ihren Flügeln fliegen. Das ist okay, denn du bist ein wirklich guter Schwimmer. Wow, seht mal hier. Könnt ihr sehen, dass dieser Pinguin überhaupt keine Streifen hat? Ja, da sind nur ganz kleine schwarze Punkte. Hey! Und der direkt dahinter? Ja, der hat diese breiten schwarzen Streifen. Der da ist ein Erwachsener. Der vordere ist noch ein Kind. Und der hintere ist ein Erwachsener. Hey! Sie haben aber fast die gleiche Größe. Wie geht's dir? Hast du einen schönen Tag? Ich nämlich schon. Wow, seht ihr diese Pinguine? Ja, sie sehen wie süße Haustiere aus, nicht wahr? Ja, aber das sind sie eigentlich nicht. Pinguine sind keine guten Haustiere, obwohl sie wirklich nett sind. Ja, sie leben im Zoo, damit wir uns um sie kümmern und auch etwas über sie lernen können. Und je mehr wir über diese süßen Humboldt-Pinguine erfahren, desto besser können wir uns um sie auch weltweit kümmern. Wow, Pinguine! Ja, und jetzt sind wir hinter den Kulissen des Aquariums und wir werden einige Pinguine treffen. Kommt mit! Okay. Lasst uns schön langsam gehen und wir müssen darauf achten, leise zu sein. Hey! Hi! Wer bist du? Ich bin Hutch. Das ist Hutch. Hey, was machst du hier? Ich arbeite mit den Pinguinen und Reptilien. Mit Pinguinen und Reptilien. Seht ihr die Pinguine da hinten? Oh, hallo. Sind das deine einzigen beiden Pinguine hier? Oh nein, wir haben noch mehr Freunde, die gleich kommen. Willst du dir ein Spielzeug schnappen, um mit ihnen zu spielen? Gerne. Schnappen wir uns ein Spielzeug und sehen uns noch mehr Pinguine an. Seht mal da drüben.
Sie mögen die lange Bewegung mit ihren Spielsachen sehr. Hier haben wir Violet. Und sie ist schon da, um Hallo zu sagen. Es sieht so aus, als ob sie meinen Schatten genießt. Ja, das kann schon sein, denn Pinguine mögen kontrastreiche Farben wirklich sehr. Sie können auch sehr gut Farben sehen, denn sie haben Stäbchen und Zapfen in den Augen, genau wie wir. Okay. Die sind so... Obwohl sie Vögel sind, verhalten sie sich wie Miezekatzen, oder? Oh ja, schon ein bisschen, denn sie spielen auch gerne mit vielen verschiedenen Spielsachen. Und genau wie Katzen sagen sie uns, wenn sie berührt werden wollen. Okay. Interessant. Das ist ziemlich cool. Hey, seht doch mal her. Oh, tschüss. Pinguine sind so witzig. Kannst du uns sagen, wo sie herkommen? Diese Pinguine kommen aus Südafrika. Okay. Und wir haben 32 hier in unserem Aquarium. Wow, 32 Pinguine hier. Und die sind aus Südafrika? Was bitte? Etwa nicht aus der Antarktis? Nicht aus der Antarktis. Sie sind eigentlich eine von mehreren Pinguinarten, die ein warmes Klima bevorzugen. Oh, okay. Echt cool und interessant. Warmes Klima und Pinguine. Ich denke, man lernt jeden Tag etwas dazu. Okay, setzen wir uns da drüben hin. Und dann wird Hutch einen Pinguin vorbeibringen. Ich bin so aufgeregt. Ich darf jetzt einen Pinguin anfassen. Hallo. Okay, also ich werde ihn jetzt anfassen. Mit zwei Fingern, sanft an seinem Rücken, ja? Hey, okay, es ist und alles bereit? Ja, fein. Das ist schön. Okay. Der ist so weich. Habt ihr gewusst, dass Pinguine 70 Federn pro Quadratzoll haben? Ja, sie sind wirklich klein und sehr dicht. Darf ich ihn nochmal anfassen? Na klar, du darfst. Gut. Fühlt sich das gut an? Gefällt dir das? Hey, Violet. Sie gibt vor dir an. Was bedeutet das, wenn sie den Kopf schüttelt? Das bedeutet, sie ist wirklich glücklich und dass du vielleicht ihr neuer Freund bist. Ich hoffe, sie will nicht küssen. Hey Leute, wir machen uns bereit, die Pinguine zu füttern. Wir haben einige ihrer Lieblingsfische. Diese hier werden Stintdorsch genannt, auch als Silverside bekannt, weil sie diesen silbernen Seitenstreifen haben. Und ich habe Anchovies und Sardinen dabei, wie in der freien Natur. Hey, seid ihr bereit zu essen? Seid ihr überhaupt hungrig? Ich werde jetzt die Pinguine füttern. Los geht's. Wow, seht euch diese Fische an. Wenn ich ein Pinguin wäre, würde ich die sicher essen wollen. Okay, jetzt geht's los. Oh. Bitte sehr, Pinguin. Hier ist noch einer. Hey, da hast du's. Der muss wirklich hungrig sein. Okay, bitte sehr. Also gut, diese Fische sind viel kleiner. Hier, bitte. Oh, perfekt. Willst du noch einen? Hier ist noch einer. Okay. Entschuldigt mich, Pinguine. Bitte sehr. Oh, bitte sehr. Oh, du bist aber hungrig. Ja. Fisch ist lecker und gesund für diese Pinguine. Also gut. Ja, genauso wie wir Obst und Gemüse essen, tja, lieben sie Fisch.
Na, was ist mit dir? Du hattest noch keinen. Oh, wow, so viele Pinguine, die etwas essen wollen. So ist's gut. Wow, in Ordnung, so ist es gut. Dieser hier drüben, der ist so hungrig. Die haben schon so viel bekommen von dem Fisch. Oh, hier ist er. Wow. Okay, Pinguine, macht euch bereit. Wow, seht, wie all die Pinguine schwimmen. Dieser Pinguin ist so süß. Nun, es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit euch etwas über Pinguine zu lernen. Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I Blippi. Gut gemacht. Also, bis demnächst. Wow. Make learning fun. So much to learn about, it'll make you wanna shout. Blippi! So much to learn about, it'll make you wanna shout. Blippi! Hey! Ich bin's Blippi und heute sind wir hier beim LA Junior Derby im Ralph Foy Park in Burbank, Kalifornien. Und ich bin super aufgeregt, weil wir lernen, wie man Roller skatet. Wow! Wahnsinn, das wird ein enormer Spaß. Kommt schon! Wow! Sehen wir nach, ob wir ein paar Rollerskates und eine wirklich sichere Schutzausrüstung finden. Kommt mit! Oh, kommt mal hierher! Seht euch das an! Richtig coole Rollerskates! Ja! Yeah! Die sind so cool! Wow! Diese Rollerskates sehen richtig schnell aus, weil sie unten drunter eine Menge Räder haben. Hey, zählt ihr die Räder an diesen Rollerskates mit mir? Macht ihr? Ja! Und los geht's! 1, 2, 3, 4! Gut gemacht! Wow, ich wette, die sind richtig schnell, wenn ich sie mir an die Füße binde. So cool! Aber bevor wir Rollerskates anziehen, Sicherheit geht vor! Sehen wir mal, was wir brauchen, damit wir uns nicht verletzen. Gut, los geht's! Als erstes haben wir Knieschoner. Die kommen genau hier ans Knie. Und wir haben Ellbogenschoner. Ja, die Ellbogenschoner kommen hier an den Ellbogen, damit ihr euch beim Fallen nicht den Ellbogen aufschürft und euch wehtut. Mhm. Und zu guter Letzt die Handgelenkschoner. Wow, okay, dann ziehen wir mal die ganze Sicherheitsausrüstung an. Ja! Yeah! Jetzt haben wir unsere Knieschoner an. Als nächstes ziehen wir unsere Ellbogenschoner an. Okay, super. Ellbogenschoner an. Und jetzt können wir die Rollerskates anziehen. Yeah! Toll, seht ihr? Wir haben 2 Rollerskates. 1, 2. Ja, sehr schön. Hey, wir haben unsere Skates und unsere Knieschoner und Ellbogenschoner und unsere Handgelenkschoner.
Hey, jetzt sind wir gut ausgerüstet und bereit zum Skaten. Blippi, Blippi, warte, du hast was Wichtiges vergessen. Oh, danke, Gabby. Wer schützt deinen Kopf? Oh, es ist dein Helm. Ich Dummerchen, habe ich fast vergessen. Danke, Gabby. Gerne. Tragt bitte immer einen Helm, wenn ihr skatet oder Schlittschuh lauft oder Fahrrad fahrt oder mit irgendwas anderem schnell seid. Okay, hey, Gabby, können wir jetzt Rollerskaten lernen? Klar können wir. Auf geht's. Zuerst bewegen wir uns vorwärts. Nur die Basics. Alles klar. Okay, zuerst stellst du dich hin wie ein Pinguin. Okay, wie ein Pinguin. Wie ein Pinguin. Und dann werden wir... Oh, sei vorsichtig. Ein Jetzt rutschender machen wir Pinguin. Den Rücken gerade, gehen in die Hocke und halten eine Box mit unserem Lieblingstier. Okay. Hm, wisst ihr, was für ein Tier wir uns in unserer Skaterbox vorstellen sollten? Lasst uns ein kleines Hühnchen nehmen. Wuff, 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 wuff. Ja, okay. Gut, jetzt beschützt du die Box mit deinem Leben. Okay, ich beschütze die Box. Und jetzt stoßen wir uns mit dem rechten Bein ab, um vorwärts okay, zu kommen. Okay, jetzt geht's los. Ja, genau so. Wow, ich skate. Das macht wirklich Spaß. Oh, oh, ich kann nicht bremsen. Wow. Das war lustig. Klasse. Und gleich nochmal. Pinguin. Okay. Box, klar. Hündchen und abstoßen. Abstoßen? Ja, genau so. Wow, ich mache es. Ich skate. Wow. Sieht gut aus. Wow, ich drehe mich um. Wow, Gabby, vielen Dank. Das hat so viel Spaß Sehr gemacht. Gerne. Hey, glaubst du, wir könnten noch mehr coole Tricks lernen? Aber klar, gleich hier drüben. Oh, seht mal. Das sind meine wirklich guten Freunde Shiloh und Shelby. Hi Shiloh, hi Shelby. Hey. Hi Leute. Sie können hi. Wirklich gut Rollerskaten. Sie sind Skating-Lehrerinnen. Ja! Yeah! Also, weiter geht's mit dem nächsten Schritt. Ich bringe dir jetzt bei, wie man über diese Linie tritt. Okay. Komm ein Stück weiter vor, aber bleib auf der rechten Seite. Okay, wir werden nun die Linie übertreten. Macht ihr mit uns mit? Echt toll. Okay. Okay, halt dein Hündchen. Na gut, jetzt machen wir den ersten Schritt über unsere Linie. Okay. Wenn du drüben bist, super. Stoß dich ein bisschen ab. Abstoßen. Und dann rübergehen. Rübergehen. Ein kleiner Stoß. Lass Schubs. Die Hündchen nicht fallen. Oh, sag's nicht den rüber. Hündchen. Und jetzt haben wir's. Ja, wir haben's geschafft. Wir machen das Gleiche noch einmal. Okay. Zurück. Bereit? Mhm. Und... Oh, das war wirklich schnell. Aber kein Problem. Wir haben ja unsere Schutzausrüstung. Alles klar, aber wer rollen kann, muss auch stoppen. Also, wir machen das Gleiche. Wir schieben uns ein bisschen vorwärts. Okay. Du fährst jetzt diese Linie entlang. Und wenn du an die kleine gelbe Linie kommst, stellst du deinen Fuß ein wenig zur Seite. Genau so. Gib dir einen kleinen Schubs und halte an. Wow, super gemacht. Okay, ich werde jetzt geradeaus fahren und genau so mit meinem Fuß stoppen. Los geht's. Skaten kann ganz schön knifflig sein, aber das ist okay. Gleich nochmal. Ja! Wir haben es geschafft. Gibt es sonst noch was, das wir lernen können? Shelby übernimmt und bringt dir bei, wie man fällt. Alles du musst klar. wissen, wie man fällt. Hältst du die Hündchenbox wieder hoch? Ich nehme die Hündchen raus, damit sie alle in Sicherheit sind, wenn du fällst, okay? Also, wir rollen los und fallen erst auf ein Knie, dann aufs andere. Du rutschst auf den Knieschonern, okay? Okay? Gut, los geht's. Auf beide Knie fallen lassen und uns selbst beschützen. Auf geht's. Woo! Knie 1. Knie 2. Ja, dankeschön. Ja. Wow. Wir machen das noch einmal, aber dieses Mal fügen wir noch ein paar Schützer hinzu, Klar okay? Klar doch. Jetzt setzen wir auch unsere Hand- und Ellbogenschützer okay. ein. So, du machst es wie eben. Ein Kniestopp und dann rollst du dich ab. Alles klar. Na dann mal los. Wow. Ja. Echt lustig. Blippi, bevor wir losrasen, sollten wir noch ein paar Übungen machen. Oh, klar. Was okay, können wir noch lernen? Also lass uns... Also, als erstes werden wir überkreuzen. Okay. Also, um in einem Rennen zu skaten, müssen wir kreuzen. Im Kreis. Na dann mal los. Okay, also fangen wir rechts an. Wir werden jetzt nach vorne skaten, okay? Genau so. Okay. Und du kreuzt das rechte Bein über das linke und kommst so auf die linke Position. Na gut, versuchen wir es mal.
Also, erst vorwärts und dann überkreuzen, ja, um nach links zu fahren. Wir haben es geschafft. Ganz genau so. Ich versuch's gleich nochmal. Alles klar, ein paar noch. Gerne. Und als nächstes kommt der Zehenstoppgang. Okay. Du gehst wieder in die Knie, halt deine Kiste mit den Welpen. Geh auf einen der Zehenstopper. Okay. Und dann auf den zweiten und beweg dein Bein nach vorne. Okay. Ganz genau so. Wow, das ist echt witzig. Wow, ich fühle mich, als stünde ich auf Stelzen. Richtig groß. Wow, wow. Super. Das macht Spaß. Sehr gut. Gehen wir zurück. Okay. Auf die Plätze, fertig. Los. Wow, das hat so viel Spaß gemacht. Danke, Gabby. Cool, einen letzten noch. Okay. Okay, also, erinnerst du dich noch an das Vorwärtslaufen wie ein Pinguin? Mhm. Also, dieses Mal benutzen wir Schere. Okay. Also, mach einen Pinguin wie ich. Okay. Und dann öffnen und schließen wie, wow, eine Schere. Wow, Scheren können ganz schön scharf sein. Jetzt geht's los. Wow. Schließen und, wow, wieder öffnen. Ja. Das macht Spaß. Schön. Wow. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir unser super lustiges Rennen beginnen. Hey, fahrt ihr mit uns mit? Ja, los geht's. Bist du bereit, Blippi? Jetzt geht's ich los. Ich bin soweit. Ich auf werde geht's. Sagen, auf die Plätze, fertig, los und dann heben wir ab. Okay. Fertig? Am besten, du bleibst auf der breiten Seite und hängst dich raus. Dann ist es einfacher, wieder einzuscheren. Also gut. Ja, gut. Und los geht's. Auf die Plätze, fertig, los. Wow. Denk daran, in der Kurve zu überkreuzen. Oh. Das nennt man Flugzeug. Gewonnen! Wow! Danke, dass ihr mit mir Rollerskaten wart. Das war klasse. Und jetzt ist es Zeit für die Entdeckerecke. Wow, seht euch das an. Das ist die riesige, schwere Kiste von vorhin. Aber in dieser Pappkiste sind einige geheimnisvolle Dinge. Ich frage mich, was da drin ist. Nun, wir öffnen sie und sehen einfach mal nach, okay? Wow, da sind so viele Farben drin. Seht euch das an. Hm. Ich frag mich, was da drin ist. Fühlt sich irgendwie hart an. Wow, seht ihr das? Ein Rennwagen. Wie, 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 wie. Yeah. Dieser Rennwagen ist so cool. Er hat die Farben blau und grau. Und er hat vier Räder. Ja, es ist ein Auto. Eins, zwei, drei, vier. Wow! Wow, habt ihr das gehört? Das war ein wirklich cooler Soundeffekt mit hellen Scheinwerfern. Mal sehen, was noch in der Kiste ist. Hm. Oh, seht euch das an. Hm, das hier sieht ein bisschen größer aus. Wow, wisst ihr, was das ist? Ja, das ist ein Fahrrad. Wow. Und seht, es hat zwei Räder. Eins, zwei. Fahrräder sind super. Man tritt in die Pedale. Wow. Und das Hinterrad dreht sich ganz schnell. Okay, stellen wir das Fahrrad neben unseren Sportwagen und sehen nach, was hier noch drin ist. Das letzte Objekt scheint wirklich groß zu sein. Wow! Wow! Es ist ein riesiges Rad mit zwei Pedalen. Hm. Und es sieht aus, als gäbe es einen Sattel. Hm. Das ist wirklich cool.
Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das nennt man ein Einrad. Ja, Einrad. Es ist so ähnlich wie ein Fahrrad, aber statt zwei Rädern hat das Einrad nur ein Rad. Wow! Es ist ein bisschen schwierig zu fahren, aber mit viel Übung kann man richtig schnell fahren. Wow! 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 Ich glaube, ich muss üben, bevor ich versuche, auf diesem Einrad zu fahren. Denn man braucht ein gutes Gleichgewicht. Okay. Wow! Das war echt richtig klasse, alles über Räder und Reifen und Rollerskaten zu lernen. Ich hatte so viel Spaß mit euch. Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Okay. B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Also dann, bis demnächst. Bye, bye. Come on, everyone, let's make learning fun. Blippi, so much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Oh hey, ich bin's, Blippi! Und heute besuchen wir die Special Spirit Organization und Danny's Farm, hier in Los Angeles, Kalifornien. Und wir werden besondere Tiere zu Gesicht bekommen. Ja, ich bin so aufgeregt. Das wird ziemlich spannend werden. Kommt mit! Wow, seht mal da. Das ist ein Pferd. Hallo. Ja. Und dieses Pferd hat einen Namen. Sein Name ist Jasper. Hallo, Jasper. Jasper ist so niedlich. Hier, sein Fell hat die Farben weiß und braun. Wow, Jasper ist so lieb und richtig schön zu streicheln. Hey, habt ihr gesehen? Jaspers Augen haben verschiedene Farben. Wow! Die Bezeichnung dafür ist Heterochromie. Wow! Ein gewichtiges Wort, das einfach nur meint, jemand hat zwei unterschiedliche Augenfarben. Ja, dieses Auge hat die Farbe braun. Und das andere Auge, oh, hat die Farbe blau. Wow! Du hast wirklich hübsche Augen, Jasper. Wow! Dieses Pferd ist so groß und eine Schönheit. Ja, Christopher Pine und ist braun. Wow, und er frisst gerade etwas Heu. Oh, hallo. Ja, frisst einfach sein Heu. Das tun alle Pferde. Sie fressen sehr viel Heu. Wow, seht ihr da? Dieses große Pferd hat eine Mähne, so wie Jasper. Und einen Schweif, so wie Jasper. Wow! Und vier ziemlich große Füße. Wow! Seht ihr sie? Wisst ihr vielleicht, wie man die Füße von Pferden nennt? Man nennt sie Hufe. Ja, seht ihr sie? Pferde haben Hufe. Toll! Heute habe ich so viel Neues über Pferde gelernt. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ihr und ich auf einem richtigen, echten Pferd reiten? Yeah! Man müsste jemanden kennen, der einem helfen könnte. Hallo, ich bin Blippi. Ich bin Keegan. Hi, Keegan. Das ist Apache. Oh, hi, Apache. Keegan, kann ich auf Apache reiten? Ja, das geht. Yeah! Das wird sicher lustig. Ein Ritt auf Apache. Okay, ich steig schon mal auf. Braves Pferd, Apache. Ja, so ein braves Pferd. Wow. Wow, cool. Ich bin auf Apache.
Wir reiten jetzt auf den Sinnespfad. Ja, dieser Pfad ist für alle unsere 5 Sinne. Es gibt Sachen zu sehen, anzuhören und anzufassen. Wow, ich bin so gespannt. Okay, los geht's. Lauf weiter, Apache. Apache ist ein richtig guter Zuhörer. Da vorne, da ist die erste Station auf dem Sinnespfad. Wow! Ein Stoppschild. Wow! Okay, nur weiter. Hier drüben, da sind Glöckchen. Wow! Hört mal hin. Hört mal hin. Sie läuten so hübsch im Wind. Und noch hübscher, wenn man die Schnur berührt. Wow! Okay, weiter geht's. Mal sehen, was es noch so alles gibt. Lauf weiter. Wow! Über die Brücke. Und durch die Waschanlage. Wow! Hey, cool! Wir haben Apache und Cherokee. Und ich werde sie herumführen und anschließend füttern. Na los! Wow! Ihr zwei seid so süß. Wow, sie sind unglaublich. Wow, hallo Keegan. Wow, okay, hier sind wir. Jetzt bekommt ihr ein paar Leckerlis. Hallo. Magst du Karotten? Wow, sie lieben Karotten. Und Apache hat ziemlich Hunger, weil wir geritten sind. Wow, hey, vielleicht will Cherokee auch welche. Cherokee, willst du eine Karotte? Eine Karotte? Hoppla. Oh, ich heb's wieder auf. Ist runtergefallen. Wow. Okay, hier. Ich gebe ihm noch eine Karotte, sodass sie beide genau gleich viel haben. Karotten und Äpfel. So lecker. Hey. Wow. Seht mal, wo ich bin. Ich bin im Stall bei all den Tieren. Es gibt so viele verschiedene Arten. Hier, das ist Sunny. Hallo, Sunny. Sunny ist eine Ziege. Ich liebe Ziegen. Sie sind so cool. Wow, hallo. Sunnys Fell hat 2 Farben. Seht, die Farbe goldbraun und die Farbe weiß. Yeah. Sunny ist eine wirklich feine Ziege. Ja. Ziegen sind wirklich cool. Sie können echt richtig gut klettern. Wow. Sie können nämlich überall draufklettern. Und hopp, hopp, sind sie hier oben drauf? Ja, sie springen einfach hoch. Kein Problem. Hey, wisst ihr, wie man eine kleine Ziege nennt? Ja, ein Kitz. Wie beim Reh. Auch bei Gämsen nennt man das Jungtier ein Kitz. Yeah. Wow, und wusstet ihr, wenn Ziegen geboren werden, dann können sie schon laufen. Ja, frisch geboren, gleich schon als Babys, können sie laufen. Oh, das ist so cool. Hey, wie wär's, wenn wir uns die Ziegen mal von nahem ansehen? Los, kommt! Hallo! Hi! Wow! Das ist Sunny. Yeah! Sunny ist eine männliche Ziege. Aber klar, es gibt auch weibliche Ziegen. Hallo! Seht mal diese. Sunny hat eine andere Fellfarbe als diese hier. Das Fell dieser Ziege hier ist gescheckt, weiß und schwarz. Wow! Sie sind so niedlich und richtig weich. Hey, wusstet ihr, dass Ziegen gerne rülpsen? Oh, Verzeihung. Und sie sind so süß und so toll zu streicheln. Wow, aber seht euch den hier an. Könnt ihr mir sagen, was das für ein Tier ist? Ja, ganz genau. Das hier ist ein Schwein. Könnt ihr auch wie ein Schwein grunzen, so wie ich? Oder wie Hartley? Ja, dieses Schwein
Nun, tatsächlich doch nicht dieses. Aber das Schwein hier hinten trägt den Namen Hartley. Und das ist Hartleys Mama. Hallo, Mama. Mama ist richtig süß. Oh, fast vergessen. Nochmal das Schweinegrunzen. Mach du doch auch mal welche. Wie albern. Wow, Schweine sind sehr schlau und können richtig gut riechen. Seht ihr? Seht ihr die Nase des Schweins? Wow, was für eine riesige Nase. Sie ist größer als meine. Ja, sie können wirklich richtig gut riechen. So finden sie was zu fressen. Wow, und hier? Schweine sind schon auch irgendwie weich, aber nicht wie Ziegen. Denn Schweine haben kein Fell und sie haben keine Haare. Ja, Schweine haben Borsten. Ja, genau hier. Wow, sie sind etwas stachelig. Und es ist ähnlich wie Haar, aber ein bisschen fester und härter. Ja, es ist wirklich lustig, sie anzufassen und zu streicheln. Und sie kratzen auch ein bisschen. Kratz, kratz. Ja, es war so toll, diese Schweine zu sehen. Wow, und hier, Hartley sagt uns Hallo. Dieses Schwein hier heißt Hartley wegen diesem kleinen weißen Herzchen. Nun, es sieht einem Herzchen ähnlich. Hier, genau hier, ja. Wow, Sunny und Mama und Hartley. Und alle Tiere sind so faszinierend. Apropos, habt ihr das andere Tier dort gesehen? Wisst ihr, wie man dieses Tier hier nennt? Ich gebe euch einen Hinweis. Dieses Tier macht immer so. Ja, dieses Tier hier ist ein Schaf. Wow. Hallo, Schaf. Dieses Schaf ist wirklich richtig niedlich. Ja, und Schafe tragen Wolle auf ihrem Rücken. Einige Arten von Schafen, ja, die haaren einfach so wie ein Hund. Ja, manche Schafe verlieren die Wolle auf dem Rücken, aber andere Arten von Schafen, so wie dieses hier, müssen geschoren werden. Ja, es gibt Scheren, naja, die so etwas wie Haarschneidescheren für Schafe sind. Und damit schert man den Schäfchen ein bisschen Wolle vom Rücken. Aber es ist wirklich ganz wichtig, den Schafen nicht die ganze Wolle vom Rücken zu scheren, denn sonst bekommen sie schnell einen Sonnenbrand. Ja, ihr Fell ist wie ein Hut, aber der Hut ist auf ihrem Rücken. Wow, ich bin albern. Wow. Oh, hey. Und soll ich euch noch was sagen? Schafe sind Vegetarier. Das ist doch mal ein Wort. Nein, sie sind nicht Vegetarier. Das sagt man eigentlich nur zu Menschen. Die nennt man Vegetarier. Schafe sind doch Pflanzenfresser. Wow! Pflanzenfresser sagt man zu Schafen und Vegetarier, das sind manche Menschen. Ja, und es bedeutet, Pflanzenfresser mögen ausschließlich Pflanzen. Ja, Pflanzen, kein Fleisch. Wow! Dieses Schaf ist so cool. Wow, das war so fantastisch, etwas über Schafe und Ziegen und viele andere Tiere zu lernen hier auf Dannys Farm. Ich hatte so viel Spaß mit euch und auch so viel Spaß mit euch. Hallo. Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Okay, und die Tiere buchstabieren mit? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Nun, wir sehen uns demnächst. Und von mir kriegen die Jungs und Mädels noch Leckerli. Bye-bye. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi!
Hey, ich bin's, Blippi. Und heute dürfen wir richtig coole Wasserrutschen rutschen. Ja, in Knott's Soak City in Buena Park, Kalifornien. Ja, aber bevor wir auf die Wasserrutschen können, sollten wir unsere Ausrüstung anlegen. Ziehen wir einen Badeanzug an. Wow, hier, das ist mein Badeanzug. Doch etwas fehlt noch. Die Sonnencreme. Ganz wichtig, Sonnencreme auftragen, bevor wir ins Wasser gehen wollen. Gut, dann mal los. Niemand will einen Sonnenbrand. Wow, Hände eincremen und die Beine und dann noch etwas auf die Hände machen und dann ins Gesicht. Somit können wir loslegen. Wir gehen schwimmen und auch auf die Wasserrutschen. Kommt mit! Wow, wie albern. Wow, seht euch das mal alles an. Hier gibt's so viel coole Sachen. Und die sehen wir uns jetzt an. Auf geht's! Ist das toll! So viele verschiedene Sachen wie ein ruhiger Fluss. Wow, hallo! Der ist wirklich ruhig. Und eine riesige Wasserrutsche. Vielleicht sollten wir damit anfangen. Oder doch lieber damit. Wow, was ist da hinten? Sehen wir es uns doch an. Seht ihr es? Da, eine Schildkröte. Und ein paar Fische. Da könnten wir auch hingehen. Wow, aber seht ihr das? Ein gigantischer Leuchtturm. Wow. Ist der groß. Wow. Ja, Leuchttürme sind so cool, denn sie haben wirklich helle und große Lampen. Ja. Große Lampen. Und die zeigen dann den Fischern und auch den anderen Booten, wo das Ufer ist, damit sie nicht mit den Felsen zusammenstoßen. Mm-mm. Sie sorgen dafür, dass die Boote sicher sind, okay? Also, ich finde den Leuchtturm echt cool. Oh, aber was ist da bloß hinter mir? Ja, das ist das Strandhaus. Und das Strandhaus hat so viele lustige Sachen zu bieten. Lasst sie uns ansehen. Auf geht's! Wir sind gleich im Strandhaus. Ich bin total aufgeregt. Los, schnell! Wow, aber bevor wir jetzt auf die große Rutsche des Strandhauses hoch dürfen, müssen wir erst sehen, ob wir groß genug sind. Sollte wohl passen. Und wir müssen barfuß sein. Das bedeutet, ich muss meine Badeschlappen ausziehen. Hupp, weg damit. Schuh 1. Schuh 2. Okay, die bleiben hier. Wir holen sie nachher. Wow, seht euch hier oben um. So viele Wasserspielzeuge. Und es ist wahnsinnig laut. Wow, das ist klasse. Drückt ihr auf den Knopf, dann fließt Wasser in diesen kleinen coolen Eimer. Und dann, wenn er komplett voll ist, bis oben hin, leeren wir ihn aus. Wow! Macht echt Spaß. Nur steht nicht drunter. Weiter geht's. Wow! Und die nächste Ebene. Richtig schön hier.
Und hey, seht mal da, die Bademeisterin. Hallo, ich bin Blippi, wie heißt du denn? Hi Blippi, ich bin Ashley. Hi Ashley. Ashley ist Bademeisterin. Und Bademeister sind wirklich wichtig, weil sie dafür sorgen, dass ihr und ich sicher unterwegs sind beim Schwimmen oder bei allen sonstigen Dingen im Badepark. Hey, ich wette, Ashley weiß, wie uns nichts passiert. Kommt, fragen wir sie. Hi, Ashley. Kannst du uns sagen, auf was wir achten müssen hier im Badepark? Nun, also, Blippi, da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Immer Sonnenschutzcreme auftragen, wenn du in der Sonne bist. Okay. Hol dir die Erlaubnis deiner Eltern, bevor du irgendwo ins oder ans Wasser gehst. Mhm. Und damit du sicher bist, sieh auch nach, ob ein Bademeister am Ort ist. Und natürlich auch keinesfalls die Schwimmweste vergessen. Oh, okay. Wow, das ist ja echt viel. Also, zuerst kommt die Sonnencreme. Ja, ihr wollt ja keinen Sonnenbrand. Und geht immer in Begleitung eines Erwachsenen. Und nur dahin, wo auch ein Bademeister ist. Dann natürlich noch die Schwimmweste. Und die brauchen wir auch im Pool. Und was keinesfalls schaden kann, ist Schwimmen lernen. Ja, ich liebe Schwimmen. Macht so viel Spaß. Gut. Da wir nun wissen, wie uns nichts passiert, nehmen wir uns jetzt die ganz große Riesenrutsche vor. Das Strandhaus! Ja! Okay, wir können loslegen, Ashley. Alles klar, wann immer du willst, Blippi. Danke, Ashley. Bye, bye. Bye. Woo. Wow, ich bin ganz nass. Das hat so Spaß gemacht. Aber dort im Strandhaus gibt es noch viel mehr zu entdecken. Kommt schon! Wow! Na, wie findet ihr das? Ist das nicht cool? Aus den Rohren schießt Wasser. Es gibt sogar Wasserpistolen. Sehen wir, was wir noch so finden. Das war jetzt echt kalt. Wow. Und weiter. Leider geschlossen. Durchgang unmöglich. Vermutlich keiner da. Aber lustig. Wow. Seht euch das an. Was sehen wir? Ganz viele Rutschen. In so enorm vielen unterschiedlichen Farben. Ich glaube, ihr und ich werden ganz viel Spaß haben, wenn wir nach da hinten zu den farbenprächtigen Rutschen gehen. Da gibt's ganz viele verschiedene, auch in Orange und Blau. Und los! Riesengroß? Wow, sind das nicht viele Rutschen? Hey, und dann noch das? Wow, ein Schwimmreifen. Und den brauchen wir, um auf den Rutschen runterzurutschen. Hallo? Wisst ihr, was für eine Form das ist? Ja, das ist ein richtig großer Kreis. Wow! Doch. Bevor wir uns den Reifen schnappen, sollten wir uns zuerst für eine Rutsche entscheiden. So viel Auswahl. Ihr seht sie ja. Wow. Das Wasser stürzt hindurch. Und alle in verschiedenen Farben. Welche Farben erkennt ihr da? Oh ja, da. Ich sehe da hinten eine Rutsche in Grün. Gut gemacht. Erkennt ihr noch andere Farben? Oh, wie sieht's mit der aus? Genau, die Farbe dieser Rutsche ist gelb. Seht ihr noch weitere Farben? Ja, ich habe auch noch einige gesehen. Meine Lieblingsfarbe, und zwar blau. Also, ich finde, das sieht aus wie ein Regenbogen. Das sind unfassbar viele Farben. Blau und grün. Und rot und orange. Wow! Die sind alle wirklich wunderschön. Aber jetzt will ich wissen, wo wir runterrutschen. Ich bin so aufgeregt. Das wird absolut großartig. Na dann, jetzt wird gerutscht. Yeah! Und los geht's!
Wow! Überlebt! Wir sind die Rutsche gerutscht! War das ein Spaß? Ja! Hallo! Wow! Das war eine echt steile Rutsche. Hat aber echt Spaß gemacht. Gleich nochmal! Wow! Ein riesiges Ding! Und super schnell! Das ist so super! Ich will direkt nochmal! Ja! Fast den Reifen vergessen! Wow! Das war einfach unglaublich! Wow! Diese Rutsche war wirklich äußerst hoch! Das war wohl die verrückteste und tollste und schnellste Rutsche, auf der ich je war! Tja! Jetzt sind wir alle Rutschen gerutscht! Aber ihr und ich erkunden jetzt, was dieser Park noch zu bieten hat! Los geht's! Woo! Hey! So ein fantastischer Platz, oder? Hier gibt's ganz viel tolles Wasserzeug! Hey! Seht doch! Ein Schiffswrack! Oh, sofort nachsehen, ob da ein Schatz auf uns wartet. Kommt mit! Oh, seht's euch an! Und tatsächlich eine Schatztruhe! Soll ich sie gleich aufmachen und mal reinsehen? Okay, sehen wir mal nach, was drin ist. Wow, ein vergrabener Schatz! Alle möglichen bunten Edelsteine. Und Dukaten. Golddukaten. Arr. Ich fühle mich wie ein Pirat. Okay. Hey, folgende Idee. Lasst uns nachsehen, ob die Schatztruhe sinkt oder treibt. Okay, wir sehen nach, was passiert. Wow, da seht ihr es. Diese Schatztruhe, sie treibt. Das ist ja cool. Ja, hätte nicht gedacht, dass die Schatztruhe echt treibt. Eher, dass sie untergeht, weil sie schwer ist. Und gefüllt mit Edelsteinen und Dukaten. Hey, Schatztruhe? Schatzjagd? Wie wär's, ihr und ich gehen auf eine Schatztruhen-Schnitzeljagd. Und bei allem, was wir finden, sehen wir nach, ob es sinkt oder treibt. Oh, wär das nicht bombastisch? Okay, die Schatztruhe bleibt hier für später. Und wir sehen nach, was es noch zu entdecken gibt. Das wird garantiert großartig. Auf geht's! Wow! Könnt ihr irgendwas sehen, das wir nutzen können für sinken oder treiben? Ja, gut gemacht. Sehr gute Augen. Ein einzelner Badelatschen. Der ist irgendwie pink-rot gefärbt. Den sehen wir uns an. Oh, Okay, nun der Test, ob der Badelatschen sinkt oder treibt. Wow, zu einfach. Er treibt auch. Wir hatten eine Schatztruhe und auch Badelatschen. Was gibt es sonst noch? Ah, hier. Ein fetter Kugelfisch. Kugelfische sind so niedlich. Hallo, hallo Blippi, geht's dir gut? Ja, sogar sehr gut. Oh. Gehst du unter oder treibst du? Keine Ahnung. Dann testen wir das mal. Der treibt auch. Bye, bye. Wow, was ist das? Wow, sehr schattig jetzt. Das ist ein Schirm. Er ist rot und weiß. Sieht aus wie eine echt leckere Zuckerstange. Ich liebe Zuckerstangen. Sehen wir, ob er sinkt oder treibt. Wow, treibt ebenfalls. Es muss doch etwas geben, das untergeht. Und wir finden es.
Wow! Das ist ein grässlicher Killerhai! Kleiner Scherz, dieser Hai ist sehr freundlich und niedlich. Hallo! Hallo, Hai! Er mag uns, aber hier, auf seinem Rücken, hat er das hier. Wow! Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie, Seetang. Ja, in den Farben grün, blau und orange. Sehen wir nun, ob es singt oder treibt. Seht ihr es? Es singt bis ganz nach unten zum Boden. Yeah! Endlich etwas gefunden, das singt. Aber lassen wir es dabei? Wow! Wie süß! Hallo! Er trägt einen Hut oder eine Kappe, damit ihm die Sonne nicht in die Augen scheint. Stört es dich, wenn ich die Kappe ausleihe? Danke dir! Sehen wir nach, ob sie singt oder treibt. Was glaubt ihr? Wird diese rot und weiße Kappe sinken oder treiben? Sehen wir nach! Wow! Was ist da los? Der obere Teil treibt herum, aber der untere Teil ist zu schwer und sinkt. Jetzt schwebt sie einfach im Wasser. Hey! Seht ihr die ganzen Tiere da hinten? Was für Tiere sind das denn? Ja, richtig. Da sind zwei Schildkröten. Eine Schildkröte, zwei Schildkröten. Und es gibt zwei Krabben. Eine Krabbe, zwei Krabben. Und vielleicht verstecken die ja was vor uns, das wir versinken oder treiben nehmen können. Wow! Die Schildkröte trägt eine aufblasbare Hängematte. Seht doch! Wow! Und die Krabbe einen winzig kleinen Hai. Mal sehen, ob diese beiden grün und weißen Dinge... Ja, beide haben die Farben grün und weiß. Ob sie sinken oder treiben. Zuerst die Hängematte. Und... los geht's! Wow! Seht mal da, sie treibt! Ja, jetzt unser Haifisch! Und los geht's! Alles Gute! Wow! Wow! Der Hai ist direkt auf den Grund geschwommen, also gesunken! Aber was gibt's denn noch? Hallo! Bitte um Verzeihung! Wow! Was ist das? Hallo! Wow, seht's euch an! Ja, es ist ein Rettungsring. Der rettet euch, wenn ihr auf dem Meer treiben müsst. Wisst ihr, was für eine Form der Rettungsring hat? Ja, ein Kreis. Er hat die Farben orange und weiß. Okay, wir sehen nach, ob er sinkt oder ob er treibt. Wow! Hier! Er treibt! Yeah! Wow! Guten Tag, Herr Schildkröte! Eine tolle Schildkröte! So cool! Der Panzer ist gelb, rot und tiefes Dunkelgrün. So viele Farben! Und er hat einen kleinen Fisch bei sich. Hallo, Fisch! Was glaubt ihr, wird der Fisch sinken oder treiben? Achtung! Wow! Gesunken! Yeah! Was haben wir denn da? Ein gigantischer Tintenfisch oben auf einem ganz gelben Unterwasserboot! Ja!
Unterwasserboote sind echt coole Fahrzeuge, die unter Wasser fahren. Sie sinken. Aber manchmal müssen die Leute, die da drin sitzen, auch wieder raus. Dann treibt es ganz einfach nach oben. Unterwasserboote sinken, aber sie treiben auch. Wir suchen weiter. Vielleicht versteckt sich ja was in unserem Unterwasserboot. Wow, da ist doch was. Oh, der scheint festzusitzen. Wisst ihr, was das ist? Ja, genau, das sind Schwimmnudeln. Und in meinen Lieblingsfarben. Orange und blau. Was denkt ihr, werden die Schwimmnudeln sinken oder treiben? Ich glaube, wir müssen es einfach testen. Gut. Und eins, zwei, drei. Oh, sie treiben. Wow, erkennt ihr das da? Ein kleiner roter Fisch. Hallo, hallo. Aber es ist auch ein Ring. Ein großer Kreis in dem Fisch drin. Wie niedlich. Ich frage mich, wird der Fisch, der auch ein Ring ist, wohl sinken oder treiben? Oh, hier. Das sind seine Freunde. Es gibt einen Fisch, zwei Fische, drei Fische und vier Fische. Okay, die werfe ich jetzt alle auf einmal. Werden sie sinken oder treiben? Wow! Seht mal da. Da sind der gelbe und der rote Fisch. Ja, Moment mal. Seht her. Was machen die? Sinken oder treiben? Wow, das ist so cool. Der blaue Fisch und der grüne Fisch sind sofort gesunken. Aber gelb und rot sind zuerst getrieben. Doch dann sind alle gesunken. Verrückt. Hey, ich würde sagen, wir gehen rein in das gelbe Unterwasserboot. Vielleicht finden wir da noch was Schönes. Oh, ein Eimerchen. Eine Gießkanne. Eine Art Eimerchen. Ja, wenn ihr Pflanzen habt und wollt, dass sie schön stark und gesund bleiben, dann solltet ihr sie regelmäßig gießen. Und wird das wohl sinken oder treiben? Okay, wir sehen nach. Okay. Ja, es treibt. Aber vielleicht, wenn sich das jetzt mit Wasser füllt? Nein, es treibt immer noch, sogar wenn es voll mit Wasser ist. Wow, ich glaube, ich habe was vergessen. Seht ihr das da hinten? Na, sehen wir nach, ob das sinkt oder treibt. Das wird jetzt richtig aufregend, denn es ist super groß. Gut, bleibt genau da. Ich bin sofort zurück. Sowas von groß. Wow, hier, seht mal. Dieser Ball ist riesig. Das ist der größte Strandball, den ich kenne. Wird der wohl sinken oder treiben? Okay, wir finden's raus. Wow! Er treibt. Er treibt. Bye, bye. Er treibt davon. Hat das nicht Spaß gemacht, herauszufinden, ob die ganzen Sachen sinken oder treiben? Aber da ist noch etwas, bei dem wir noch nicht getestet haben, ob es sinkt oder treibt. Ich kann diese letzte Sache gar nicht abwarten. Okay, bin gleich zurück. Hallo! Sinken oder treiben? Ein letztes Mal! Wow, das war unglaublich toll. Und hey, seht, ich treibe. Aber das nur, weil ich schwimmen gelernt habe. Wow, das hat riesigen Spaß gemacht. Wow, wir waren heute auf so vielen tollen Rutschen. Und wisst ihr was? Ich finde, eine geht noch. Bonsai Falls. Bonsai Falls. Das wird der Knaller, also kommt schnell.
Also, bei den Rutschen, auf denen wir davor waren, waren wir auf Reifen. In denen wir einfach so runtergerutscht sind. Aber Banzai Falls hat diese abgefahrenen Matten. Kommt! Das sind sie! Ja! Ich werde mich daran so festhalten und anstatt, dass meine Füße vorne sind, wie bei allen anderen Rutschen, rutsche ich hier mit dem Kopf voran. Wow, alles wird komplett umgedreht. Okay, jetzt geht's aber endlich los. Kommt. Oh, hi Ashley. Hi. Wow, wo kam sie so schnell her? Folgt mir. Falls macht unglaublich Spaß! Und mit euch den Tag zu verbringen hier in diesem fantastischen Badepark war mindestens ebenso toll. Wir haben viel gelernt. Wir achten darauf, Sonnencreme aufzutragen und denken an die Sicherheitslektion, die Ashley uns gezeigt hat. Ja! Und außerdem sind wir richtig große Rutschen gerutscht! Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Ja, okay, dann mal los. B-L-I-P-P-I, Blippi. Gut gemacht, dann bis demnächst. Ich gehe jetzt direkt wieder rutschen. Come on everyone, let's make learning fun. It'll make you wanna shout, Blippi!